So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich habe lange überlegt, ob wir diese Woche überhaupt Raid am Mittwoch machen, weil ich noch zwei Forschungen habe, weil ich noch was anderes habe, weil ich noch hin und her und alles. Und ich wollte die Forschung möglichst schnell bringen. Ich habe mich aber dazu entschieden, trotzdem am Mittwoch Raid am Mittwoch zu machen und dann die Forschung Donnerstag, Freitag und Samstag ist ja schon wieder Raid Day und die ganze Woche ist schon wieder gefüllt. Ich hoffe, bis dahin kommen nicht wieder 10.000 News-Videos und es wäre auch unfair gewesen, wenn die Leute sammeln in einer Woche und schicken was ein und werden dann Schocker der Woche. Was sie nicht werden, wenn ich die Woche auslasse und nach zwei Wochen erst zeige, was in zwei Wochen passiert ist und dann ein ganz anderer Schocker der Woche wird, obwohl es der eine geworden wäre, wenn wir die eine Woche gemacht hätten, so wie bei allen anderen. So muss das ja eigentlich fair bleiben, auch wenn das Format gefühlt immer mehr ausstirbt, immer weniger Leute senden was ein, immer weniger Leute haben noch Bock auf das Game, immer weniger Leute spielen oder kriegen irgendwelche Ausbeute, die sie einschicken oder vergessen das regelmäßig und auf Facebook hat kein einziger was reingeschickt, da hatte ich sonst auch immer 10 Gespräche, wo Leute was geschickt haben, diesmal bei Facebook kein einziger. So, wir wollen den letzten Überlebenden der App von Pokémon Go trotzdem noch die Chance geben, hier ihre Sachen reinzuschicken, mitzumachen. Deswegen nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir fangen an mit den Highlights. Angefangen hat er Monolog. Das hat er zwar nicht privat geschickt, aber das habe ich im Fanchat gesehen und fand das irgendwie cool. Sein Merry Christmas Pullover mit lauter Hot Dogs. Pupsi hat letztens auch Hot Dogs gekauft. Ich weiß nicht, wann die essen will oder wann wir die essen. Auf jeden Fall finde ich die Idee von Hot Dogs immer sehr gut. Ich kaufe eigentlich immer das Pack Eingeschweißte, wo zwei Stück drin sind, die nach nichts schmecken, aber das reicht. Selber ist es immer so irgendwie anders. Mögt ihr Hot Dogs? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann möchte ich mich nochmal bedanken beim 0max6. Nicht nur, dass er mir damals das Relaxo, das da oben hier, das, dieses Relaxo geschenkt hat und bestellt hat, das Ditto Relaxo. Er hat mir auch das C-Day-Ticket geschenkt gehabt. Danke dafür. Dann möchte ich mich bedanken bei Tode Oma nochmal. Ich habe es ja auch im Community-Tab gepostet. Er hat mir die 6-Euro-Forschung gegönnt, das Ticket dafür, wo man eben auch diese Kakao-Trinker-Pose bekommt. Hätte ich nie gemacht, aber er hat es gemacht, deswegen danke, habe ich dann angelegt. Video zur Forschung kommt auf jeden Fall noch online. Dann danke an Dulli Squad, der hat die 2-Euro-Forschung mit den 4 Raid-Pässen gegönnt und gegiftet. Video dazu kommt auch noch online. Erst kommt Dulli Squad, dann kommt Tode Oma, weil Tode Oma hat sich länger gezogen, war mehr zu machen. Das dann die Tage. Dann gab es ja ein überraschendes Kekleon-Event am Montag, glaube ich, von 17 bis 20 Uhr. Sind plötzlich Kekleon-Showcases gewesen. Kekleon vermehrt an den Pokestops aufgetaucht. Das hat so gut wie niemand mitbekommen. Ich habe einfach nur 3 Kekleon gefangen und 3 Kekleon gesetzt und bin damit Platz 1 geworden. Bin bei allen 3 Stops, das fand ich richtig cool. Da brauche ich nämlich noch eine Platin-Medaille auf dem Weg zu Level 50. Dann wollte ich mein Outfit ein bisschen ändern, habe hier irgendwo so einen Handschuh ausgewählt und in dem Moment, wo ich den Handschuh hatte, hatte ich plötzlich keine Arme mehr. Das war richtig cool. Eigentlich hätte man das so lassen müssen. Das sieht bestimmt lustig aus. Habe ich aber nicht. Ich habe dann mir den Weihnachtspullover angelegt. Hä? Ich dachte, du willst die 3 Weihnachtspullover verlosen. Bei dem Kyurem Raid Video hast du doch einen Code gezeigt und gesagt, es folgen noch 2 Codes. Ja, aber Shenaya hat mir einen 4. Code gegeben und da ich die Videos schon fertig hatte, wo ich die Codes reingepackt habe, nämlich die 2 Forschungsvideos, ist jeweils auch noch ein Code drin dann, um so an einen Pullover zu kommen, der eben so aussieht. Ich hatte nur kurze Sachen im Spiel, ich hatte keinen Pullover, aber dieser Pullover passt zu der Pose und zu der aktuellen Jahreszeit. Deshalb danke an Shenaya für diesen 4. Code, den ich dann für mich eingelöst habe. Schäfe24 in dieser Woche seine 100er Fleckmon Amarino hier mitgenommen. Ja, Fleckmon kannst du ja wenigstens noch zu Mega Lamus dann im Endeffekt machen. Kaiser Kai, nächstes 100er, Baby und die Familie auch komplett. Rosana und Cosilla. Cosilla als Baby natürlich schwerer ranzukommen in 100%. Rosana könnte es auch wild fangen. Endlich habe ich das 100er wieder, nachdem ich mein altes aus Versehen verschickt habe. Was macht ihr immer mit euren Pokémon? Teddy Ursa,
cooles Pokémon, süßes Pokémon, Ursaring, Ursaluna. Dann am Wochenende konnte ich auch endlich zum Super Sea Day mein Ursaluna Pokédex-Eintrag holen, weil da überall Vollmond war. Wenn ihr das nicht habt, ich hoffe, ihr habt es gemacht, das war noch wichtig. Shiny nach nur 3 Raids, Kyurem hier bei Kaiser Kai. Der Habanero Free Account hat nach 2 Raids das Shiny bekommen. Trotzdem 1995, bei dem erinnert immer alles an schöne Jahreszahlen. Und noch das Shiny auf dem zweiten Account. Kann man mal Lucky Spiegel tauschen. Kann man machen? Mich würde wahrscheinlich der Hintergrund dann wieder stören. Obwohl das ist ja was, was man auch in guten IV mitnehmen könnte, weil es doch nützlich ist. Nicht das Beste, aber trotzdem nützlich. Und das Shiny sieht sowieso verdammt gut aus. Blood and Tear Sarina Blub. Hat hier wieder abgerissen hier. 100% Togetic, Praktibulk, Maxax, Sneebel, Seemobs mit Kostüm, Petsneef mit Kostüm, ein Krypto-Shiny Zapdos, Shiny Pandimos, Shiny Grillmark und Shiny Flampion. Das 100er Praktibulk und das 100er Togetic finde ich hier noch am genialsten, am nützlichsten. Sneebel ist eigentlich auch nützlich und cool. Maxax. Machst du, glaube ich, nichts mit, ist nur so Pokédex-Eintrag und ja, Sarina also immer gut unterwegs. Aluhut, ja auch 2 Shinies, Stolunia und Flampion mitgenommen. Maggie, Bodogil, 100% aktuell laufen Bodogil Showcases und Flanival Showcases bis 23. Dezember. Shiny Schnäppke, 100% dick damit Hut noch bei Maggie. Was ist das denn jetzt her? Ein altes Ei ausgebrütet. Das kann sein. Sören, wenn man den dritten Account erst kurz vor Ende einschaltet, 100% Shiny Staralili. Ist das nicht eigentlich Schocker der Woche? Aber das Foto ist halt jetzt nicht so schön, deswegen machen wir schnell weiter. Und durch eigentlich Normaltausch bekommen. Durch. Das ist ein 100% Glücks-Shiggy. Kannst du mega Turdog machen, passt. Familie nun komplett. 2 erlöste Turdogs sind hier am Start. Shilluk am Start, das Shiggy auch am Start. 4 Sterne Reislaus aus der Quest und nun nächste Familie komplett. Tektas, Reislaus, Tektas ist ja glaube ich auch ein sehr guter Käferangreifer. Tiso, der erste Tag, Shiny vom XXL Community Day, auch ganz viele Flagmon bekommen. Igamaro, FM, hier Praktibulk, Glumanda, Lavita, Togetic, Fynx. Glumanda, Lavita, das waren ja auch genau diese C-Day Classics Sachen, die es immer die letzten 10 Minuten gab dann, zur vollen Stunde. Das Shiny Praktibulk war am Samstag mein Highlight, siehe Uhrzeit 19:02. Nicht mal in der Zeit von 14 bis 17, wo die Shiny-Rate erhöht war, sondern danach. Ich weiß jetzt gar nicht, ging das dann bis 19 Uhr oder bis 21 Uhr? Ich glaube, 9 bis 21 Uhr lief das Ganze immer mit den Spawns, aber trotzdem nicht erhöhte Shiny-Rate, aber trotzdem doch irgendwie im C-Day-Modus drin. 2. Tag bei Tiso, dann hier Shinies, Filino, Glumanda, Mabula, Froxy, Praktibulk, Lavida, Milzer, Igamaro, Mabula natürlich richtig cool in Rot, finde ich wirklich fetzig. Das Shiny Filino war am Sonntag mein Highlight, siehe Uhrzeit 20:25. Noch in C-Day-Zeit, aber nicht in 14 bis 17 Uhr erhöhter Shiny-Raten-Zeit. Das war am Montag in der Früh mein Highlight, ein Parfi. Manche wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es das überhaupt als Shiny gibt, hier mitgenommen. Community Day Ausbeute Schillern Teil 1. Vom Alexander Ahringer, Togetic, Igamaro, Praktibulk, FM, Shiggy, Fynx. Ich glaube, Fynx sieht doch am besten aus von denen. Dann die 100er, Sandama, Igamaro sind 2 Stück. Der Schneebitzer hat mir auch seine Shinies geschickt, aber der hat ein Video gemacht und ist so durchgescrollt. Das waren dann 21 oder 29 Stück. Videos kann ich leider hier nicht so gut verwenden und zeigen, weil ich ja immer einen Screenshot mache. Wie willst du vom Video einen Screenshot machen? Außerdem hat der Lennart sowieso mehr als 30 Shinies bekommen, an einem Tag schon allein. Deswegen ist das auch nicht Schocker der Woche. Dann Alexander Ahringer nochmal Tag 2, oder? Müsste eigentlich dann Tag 2 sein. Quapsel, Felino, Maxax, Felino, Praktibulk, 100% Milzer. Mein 100er Milzer vom Community Day hier auch mitgenommen. Margo FedEx, wieder 100% Sekrom. Nicht shiny, aber trotzdem auf Level 50 mit 4565. Hannes, ganz frisch ein shiny Pikachu gefangen.
selber gesagt, ich habe noch kein einziges Shiny Pikachu. Das jetzt mit dem Weihnachtszeug als Shiny, das wäre vielleicht cool als Einstand, aber bis jetzt ist noch nichts. Cumulus 100%, Fleckmon mit Senfkopf, Arctip in Shiny mitgenommen, Lenzard unbemerkt einen Shiny Ditto bekommen, mitgenommen und noch den anderen Stein. Stein? Ist Ditto etwa auch ein Stein? Nee, weil er mehrere jetzt hat von den kleinen Steins. Sieht für mich aus wie ein Blumenkohl. Blumenkohl 100%. Bei ihm steht immer oben dran HD, wenn der Bilder schickt. So, HD 13. Dezember. Nochmal Shiny Zekrom mitgenommen. Zweimal mit Wetter Brust, Back to Back Shiny Zekrom. Erlöstes Nebulak in 100%. Nun fehlen auf Baumlieber nur noch die Bonbons für die Entwicklung. Hätte es getauscht worden wäre, hätte man es ja kostenlos entwickeln können. Also spart sich 100 Bonbons. Statt 125 nur 25. Dann noch hier ein Voltoball, Shiny, 100% XXL Ditto in Glücks. Das werde ich hochziehen, da 50 irgendwann mal, das ist bestimmt lustig. Vulpix, Shiny mitgenommen, Ponita, tauchen lohnt sich, also tauschen finde ich auch immer gut. Ponita hier auch in Glücks mitgenommen, da zeigt er nochmal seine Ausbeute, Tag 1, 47 Shinies, das ist krank, wie er das immer macht. Für mich neu das Teil auf Lennart. Freue mich. Tag 1, 100% Ausbeute Lennart. Igamaro mitgenommen. Ist halt jetzt nicht so nützlich, aber nehmen wir trotzdem mit. Tag 1, Ausbeute Shinies beim Baum. Lieber. Ne? 21 Shinies hier trotzdem noch mitgenommen auf dem kleinen Account. Der hat den direkt in zwei Versionen nacheinander bekommen. Der kleine Teil 1, 100% Ausbeute Baum. Der kleine also zwei Fleckmons in 100%. Shinies Tag 2 auf dem Main. 56 Shinies auf dem Main-Account am zweiten Tag. Auf dem zweiten Account 21 Shinies mitgenommen. Da ist wahrscheinlich alles dabei. Unerwartet war es. Schöner Hintergrund, aber Sichlor mit dem roten Hals und der Beleuchtung hinten am Start, das passt. Sneebel hier in den restlichen Lusttropfen, stets da rum in seiner rosanen Farbe. Oh, ein blauer, ungeschmückter Weihnachtsbaum, auch beim Lennart. Dann der Leon Dai, von dem muss ich die Memos noch abhören. Haha, gerade auf dem Handy gefunden, ist 4 Jahre her. Vor 4 Jahren war ich noch Level 40. Vor 4 Jahren hieß ich noch Ivar Scharf. Bevor ich dann Null Ramses der Dicke hieß, bevor ich dann gesperrt wurde, bevor ich dann Null Habanero Lime gemacht habe. So, das waren Zeiten. Level 40, Endlevel, vor 4 Jahren. Das war cool. Die ganze Ivar-Armee. Ivar scharf, Ivar mild, Ivar soft, Ivar kids, Ivar pikant. Das war cool, das waren Zeiten. Da bist du noch mit 10 Handys rumgerannt. Brainy Stendal hier, Shiny FM noch mitgenommen, Shiny Zickzacks, knapp daneben ist auch vorbei. Ist ein 98er. Ist die Dunge geworden. Ich muss mal kurz hier rumwühlen. Seht ihr, wie hell das jetzt wieder ist? Perfekt. Shiny Lavita noch mitgenommen beim Brainy. 100% Mabula. Jewel spielt selbst Pokémon Go. Hat hier noch ein Shiny. Ein Gala. Ein Gala Zapdos mitgenommen, was halt sehr lustig aussieht. Also freut euch, wenn ihr das habt. Die sind ja schwer zu fangen. Meine drei Luckys sind futsch. Jetzt werde ich nie wieder eins bekommen. So, weil ich keinen Abenteuerrauch zünde oder den immer vergesse. Oder den immer nur unterwegs, wenn ich einkaufen gehe, anmache. Und das Gotcha fängt halt keine Vögel, glaube ich. Außer es ist mal eins dabei mit minus 10 Level oder so, dann passt das auch. Dann die Feuerwehrfrau, die hat letztens ja vergessen, was reinzuschicken. Oder sie hat keine Ausbeute gehabt. Jetzt, nachdem sie der hat die Ausbeute gehabt, zeigt ihre Shinies hier auch ganz viel Fleckmon dabei. FMT Wiegel, Fleckmon nochmal, Igamaro. Und wahrscheinlich dann der nächste Tag mit Froxy Quapsel, Quiegelavita, Praktibalk, Pavi, Fleckmon, FM, Fünks. Achso, Finn. Finn mit I haben wir noch. Der hat durch die neue Regel, hier guck mal, steht auch: Hi YouTube und Ramses. Hallo Finn. Da steht die neue Regel, also 2018, wenn du jetzt da tauscht, kriegst du ja garantiert wieder irgendwelche Blöcke hinterhergeworfen. Er hat dann altes vergammeltes Lavados getauscht. Das ist ein glückliches, 100%iges geworden. Das ist cool. Glückwunsch dazu. Ist ein guter Angreifer, vor allem bei Flug macht er da einiges her. Zekrom hat er auch mitgenommen vom 10.12. den 100%. Neuer Rekord, leichtestes und kleinstes. Das waren jetzt schon die Highlights der Woche. Wo ist der Schocker der Woche? Der kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Du bist es nicht, du bist nämlich Schwupp
Das ist Mango Number 5, Pizza, Schnee-Pizza. Der hat an einem Tag ein 100% Dragonier getauscht, sich bekommen hat. Lamus, Zylord, hat gesagt, das ist doch Schocker der Woche, oder? 300er an einem Tag direkt, bam, vom C-Day, im C-Day. Ja, Alexander Ahringer hat, glaube ich, auch 2 oder so gehabt und so die Ausbeute generell von den C-Days, aber dann hat er wohl am nächsten Tag auch noch Togekiss, Uhafnir, Maxax, Briganon und keine Ahnung, Fünks in Entwicklung mitgenommen, also eigentlich das ganze Beet abgerollt, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die spielen auch mit Maps, die können gezielt die 100er suchen. Ansonsten, mir ist jetzt nicht bewusst, ich weiß auch nicht, wo er gerade herkommt, bei Hani oder bei Julian, Robert, die haben meistens Maps auch, bei denen ist es immer chillig, dass sie da ihre Sachen suchen oder wie Honk damals alles. Beim Bizza weiß ich nicht, Schneebizza, keine Ahnung. Ich gehe jetzt in dem Moment davon aus, dass das Zufall war und das einfach mega Glück war, mega lucky ist. Und er war so stolz drauf und hat sich so extrem gefreut. Ich glaube, man freut sich nicht so, wenn man die gezielt fängt mit der Map. Deswegen hat sich so gefreut und dann nochmal nachgelegt. Jetzt aber Schocker der Woche, guck dir das an. Alles in 100% am XXL Community Day bekommen. Und da sind coole Sachen dabei. Vor allem das Togetic freut mich, das Maxax freut mich auch. Das Dragonier bitte noch entwickeln, bitte noch hochziehen. Braucht ja nicht mal eine C-Day-Attacke. Wutanfall ist besser als Dragometeor. Und ansonsten war es trotzdem wieder eine kleine Sendung für die restlichen Verbliebenen. Und nächste Woche geht's halt dann weiter. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.